Hallöchen, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Strickanleitung und in diesem Video möchte ich euch ganz gerne zeigen, wie man für Toe-Up-Socken die Bandspitze strickt. Also Toe-Up bedeutet ja von der Fußspitze nach oben. Die meisten Socken werden ja vom Bündchen aus runtergestrickt und es gibt aber auch immer mehr Anleitungen, wo man von der Fußspitze auf nach oben strickt. Und in diesem Video zeige ich euch, wie man dafür die Bandspitze strickt. Wichtig ist, ihr benötigt die Größentabelle, die ich euch auf meiner Webseite zur Verfügung stelle. Den Link dazu findet ihr in der Infobox direkt unter diesem Video. In dieser Tabelle findet ihr nämlich die Maschenanzahl, die ihr insgesamt für eure Schuhgröße benötigt. Denn wir nehmen gleich eine gewisse Anzahl an Maschen auf und ihr müsst ja wissen, wie viele Maschen ihr am Ende für eure jeweilige Schuhgröße benötigt, für die ihr stricken möchtet. Denn dann wisst ihr, wie viele Zunahmen ihr insgesamt stricken müsst. Ich verwende hier in diesem Video das Crazy Trio. Aus dem einfachen Grund, weil ich damit gelernt habe, beziehungsweise für mich erkannt habe, dass es einfacher ist, für mich persönlich Socken zu stricken. Oder in Runden generell zu stricken. Natürlich könnt ihr aber auch ein ganz normales, traditionelles Nadelspiel verwenden. Ihr müsst dann halt einfach nur ein bisschen umdenken, weil ich halt eben für das Crazy Trio eben auf einer Nadel genauso viele Maschen habe, beziehungsweise eine Nadel stellt bei dem Nadelspiel quasi zwei Nadeln da. Ihr müsstet ihr ein bisschen umrechnen bzw. umdenken. Aber ansonsten ist eigentlich alles gleich und man kann das ganz genauso auch mit dem Nadelspiel stricken. So, für alle Größen gilt das Gleiche. Wir beginnen mit der gleichen Anzahl der Maschenaufnahme, nämlich wie folgt. Wir nehmen insgesamt zu Anfang 8 Maschen auf, die wir auf die jeweiligen Nadeln verteilen. Bei mir sind das auf 2 Nadeln jeweils 4 Maschen. So, und wichtig ist, dass ihr halt auch beim Nadelübergang keinen langen Faden oder überhaupt gar keine Fadenlänge zwischen habt, sondern dass die Nadeln dicht an dicht sind. Ich weiß, dass geübte Strickerinnen das so gelernt haben, dass man mit 2 Nadeln zeitgleich die Maschen aufnimmt. Ich komme damit nicht zurecht. Für mich ist es besser, wenn ich das direkt auf die jeweiligen Nadeln mache, weil ich dann am Ende das Problem damit habe, die zweite Nadel damit rauszuziehen und ich ziehe dann in der Regel die ganzen Maschen wieder mit runter und deshalb mache ich das direkt auf die jeweiligen Nadeln drauf, wo die Maschen sowieso hin sollen. So, dann lege ich mir das Ganze hier zurecht, zur Runde, so wie ich es jetzt gleich schließen möchte. Der Anfang bei den Toe-Up-Socken ist ein bisschen fitzeliger als generell, aber es funktioniert trotzdem super. Also vorsichtig. Das Ganze beginnen. Also wir beginnen auch für jede Schuhgröße natürlich gleich. Die erste Masche wird rechts gestrickt. Die mittleren beiden, da wird eine Zunahme gestrickt. Ich mache das so, dass ich aus einer Masche direkt 2 herausstricke. Das heißt also, eine Masche rechts. Ich lasse die Masche auf der linken Nadel und stricke dann nochmal eine Masche rechts verschränkt heraus, also von hinten eine Masche. Das mache ich mit der nächsten auch nochmal, also eine Masche rechts und eine Masche rechts verschränkt aus der nächsten, aus der gleichen Masche. Dann die letzte Masche rechts stricken. So. Nadel 2 muss natürlich ganz genauso gestrickt werden. Das zeige ich euch hier nochmal. Also. Die erste Masche wird rechts gestrickt.
Die mittleren beiden Maschen, da wird die Zunahme gestrickt. Also eine Masche rechts, aus der gleichen Masche eine Masche rechts verschränkt herausstricken. Bei der nächsten genau das gleiche, also eine Masche rechts stricken, eine Masche rechts verschränkt. So, jetzt muss ich ein bisschen tricksen, weil ich hier so schlecht hinterkomme. So, nee, doch nicht. Und die letzte Masche wird noch einmal rechts gestrickt, ganz normal. Damit haben wir Runde 1 fertig. Und gleich zeige ich euch, wie Runde 2 gestrickt wird. So, die Runden 2, 3, 4 und 5, die werden allesamt gleich gestrickt. Ich zeige euch das. So, jetzt muss ich das erst noch mal hinschieben. So. Und zwar, die erste Masche wird rechts gestrickt, die zweite Masche wird verdoppelt, das ist in all diesen Runden gleich. Ist mir das von der Nadel gerutscht. So, muss ich noch mal von vorne machen. Also die zweite Masche wird verdoppelt. Mit einer Masche rechts stricken und eine Masche rechts verschränkt stricken. Dann die nächsten Maschen werden allesamt als rechte Maschen gestrickt bis zur vorletzten. Also ist natürlich dann in jeder weiteren Runde sind das mehr Maschen bis dorthin. Und die vorletzte Masche, die wird wieder verdoppelt. Also eine Masche rechts stricken und eine Masche rechts verschränkt. Aus der gleichen Masche stricken. Und die letzte Masche rechts stricken. Ich zeige euch das nochmal auf der anderen Nadel. Also, eine Masche rechts stricken, die nächste wird verdoppelt, das heißt eine Masche rechts und aus der gleichen Masche eine Masche rechts verschränkt stricken. Dann werden bis zur vorletzten Masche alle Maschen als rechte Maschen gestrickt. Die vorletzte Masche wird verdoppelt, also wieder eine Masche rechts stricken und eine Masche rechts verschränkt aus der gleichen Masche. Und die letzte Masche wird wieder als eine rechte Masche gestrickt. So werden die Runden 2, 3, 4 und 5 gestrickt. Ich arbeite das jetzt erst einmal vor und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. So, jetzt bin ich hier bei Runde 6 angekommen. Runde 6 wird ohne Zunahmen gestrickt, einfach durchgehend die komplette Runde lang rechte Maschen stricken. So, die Runde 7, die wird wieder exakt so gestrickt, wie ich euch in Runde 2 gezeigt habe. Das heißt also, dass die zweite und die vorletzte Nadel auf diesem Trio, auf dieser Nadel 1, verdoppelt werden und alle anderen werden rechts gestrickt. Also das wiederholt sich in Runde 7 auch wieder und die Runden 6 und 7, die werden so lange abwechselnd immer wieder gestrickt,
bis man insgesamt 8 Maschen weniger hat auf den Nadeln insgesamt, als man für die also für die Schuhgröße, für die man stricken möchte, haben muss. Beispiel: Wenn wir für unsere Schuhgröße laut der Tabelle insgesamt auf unseren Nadeln 60 Maschen haben müssen, dann stricke ich jetzt so lange immer abwechselnd die Runden 6 und 7, bis ich insgesamt 52 Maschen auf den Nadeln insgesamt habe. Also 8 Maschen weniger, als ich insgesamt brauche. Und genau das stricke ich jetzt einmal vor und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Also ganz wichtig, schaut in die Tabelle rein, die ich euch auf meiner Webseite hinterlegt habe, damit ihr ganz genau die Maschenanzahl habt für eure Schuhgröße, für die ihr stricken möchtet. So, ich habe jetzt hier entsprechend vorgearbeitet, sodass ich insgesamt 8 Maschen weniger in der gesamten Runde habe, wie ich insgesamt in der Runde benötige. Das heißt also, ich brauche insgesamt eigentlich für meine Schuhgröße 64 Maschen und ich habe jetzt insgesamt 56 Maschen auf den Nadeln. Und wenn ihr auch an diesem Punkt dann angekommen seid für eure jeweilige Schuhgröße, dann strickt ihr jetzt insgesamt hintereinander weg 2 Runden rechte Maschen ohne Zunahmen, also quasi zweimal hintereinander Runde 6 wiederholen. Dann macht ihr eine Zunahmerunde wie Runde 7 und danach 3 Runden rechte Maschen ohne Zunahmen, also dreimal hintereinander die Runde 6 wiederholen und dann nochmal eine Zunahmerunde. Und dann habt ihr alle Maschen auf den Nadeln, die ihr für eure Schuhgröße benötigt, laut der Tabelle. Und dann habt ihr die Bandspitze fertig gestrickt und könnt ganz normal den Fuß weiter stricken bis zur Ferse. Das ist alles, was ihr an Wissen benötigt, um die Bandspitze für die Toe-Up-Socken zu stricken. Ich hoffe, ihr seid gut mitgekommen hier in diesem Video, dass ihr alles gut verstanden habt und ich euch das einigermaßen gut erklären konnte. Wenn euch dieses Video, diese Anleitung gefallen hat, würde ich mich sehr über Gefällt mir Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Falls nicht schon längst geschehen, dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist und könnt als eine der Ersten sofort losarbeiten. Und wenn mal Fragen da sind oder Unklarheiten zur Anleitung von mir, könnt ihr diese rund um die Uhr meiner Facebook-Gruppe stellen. Den Link dazu hinterlasse ich euch auch in der Infobox direkt unter diesem Video. Dort sind wir mittlerweile eine riesige Community geworden und können uns alle gegenseitig helfen. Meistens geht es dort auch schneller als hier über die Kommentarfunktion, weil wir eben so viele dort schon sind. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nacharbeiten und sage bis zum nächsten Mal, eure Romy. Tschüss!